Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir in der Eiderhöhle, wenn ich mich nicht irre, diesen komischen, dieses Blutegelviech oder was auch immer war, erledigt und haben einen Herrscher des Landes wieder gefunden. Und ich mir jetzt aber nichts mehr sicher bin, zu welcher Stadt der gegangen ist. Jedenfalls, wir stehen kurz vor Level 45 los. Holen wir uns ein Level up! Yeah! Yeah! Bams. Boah. Und ich spiele mal jemand anderen als Sorry. Weil muss eine Abwechslung reinkommen. Und letzte Umarmung. Was ein Eisangriff ist, komischerweise. Ich hab den Fernseher, noch zu laut an. So, neues Art erlernen. Feldspartut. Ich glaube Mikleone. Ah, 6 Sternstunden, genau. Er Täuschungsschlag, glaube ich. Noch jemand, ich glaube Rose, ne? Die lernt irgendwie die ganze Zeit was. Ich habe Gefühl. So, jetzt kommen wir hier raus. Wir gehen jetzt nach. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ach, hier ist ein Skid-Knoch, genau. Für Kuchen ist immer Platz. コーチェのシフォンケーキは何度食べても美味しいですわね。ええ、ライラはシフォンケーキが好きなんだ。ええ、昔から大好きなんです。作る時も楽しいですし。だが、自分で作って自分で食べるのって大変じゃないのか。知らないの？女の子にとっておやつは別腹なの。なんで僕が疲れないといけないんだ。 知らないあなたが悪いの。僕が悪いのか？女の子が本気になると食後に、シフォンケーキとバターケーキを10個は余裕でいけるわよ。さすがにそれはないだろう。それが意外といけてしまうんです。ね、エドナさん。ライラまで。だがそんなことをしていたらすぐに太る。それ以上言うと刺すわよ。もう刺しているじゃないか。あ、ばしてみと。さあ、エスコママ。 Speichern, wo ist denn noch eine Stadt? Pendrago habe ich ja, ne? Gododin, oder? Bin ich da schon hingegangen? Nach Gododin, ja, ne? Warte mal, da haben wir doch die Mission angenommen, glaube ich, mit dem Egel. Diesen komischen kleinen Wurm, was weiß ich. Da gehen wir mal noch hin. Ich kann schon wieder ein neues Jahr machen. Kein Skit. Nur. Wenn ansonsten ist, können wir, glaube ich, über die Brücke gehen, wo vorher, glaube ich, Heldalf war. Jedenfalls war da eine riesige Dingens. Domäne. Aber dieser eine Typ ist da eingegangen, hier, den wir letztens gesucht haben. Und hier ist schon wieder was, okay. すべてはマルコ様だ。この同心マルフォの活躍によってな。さあ、ペサ。どうしよう。心配をおかけした。だが、まだ気分が優れないのです。失礼。様子が変だよ。何かあったんじゃ。あれ、ファルシエートです、パシエート。あのマルフォという男。 村長を脅していたのよ。教皇の悪事を公表するぞって。なんで教皇って？マルフォは元司祭だ。それに教会が偽エリクシールのこと調べてるって。教えてもらえる？詳しい事情。あれ、やってるスペシャルだ。で、アンドレ、で、ファルシュ。マルフォ。なるほど。失踪した教皇が偽エリクシールを作ってたのね。けど。 それは村のみんなのためなんだ。村長は偽エリクシールの販路と製法をマルフォに教えたわ。今後教会が赤聖光を買い取ることを条件にね。どういうこと？脅迫に屈したんじゃなくて取引をしたんだね。そう、教会は全教皇の悪事を不問にする。その代わり偽エリクシールの販売もお手にする。マルフォは
調停役として報酬と信用を獲得する。ゴドジンは合法的な収入を得るってわけね。罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって正気の沙汰じゃない。残念ですがあり得ることです。お金が必要だものね。人の世は。あのこの村の加護は 器、学校の建物にしようと思うんだけど、どうかしら。いいの？教皇、いいえ、村長は自分の士気を悟っているみたいね。それは私の家具でもどうにもならない。だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ、彼の決意の結末を。 Okay, haben wir Tiao erledigt, nehme ich an. Das ist die Bosheit hier weg, ne? Feuermaid Farbe. Okay, Feuerseraph und Maiscremesuppe. Boah. So, war eine neue Farbe für Layla. Jetzt anders. Ach hier, das Ding ist jetzt weiß. Oh, jetzt sie ganz weiß. Sehr gut. Okay. Dann weiß. Sind wir ja fertig? Ja, ne? Ja, du bist Level 6 hier. Ja. Ja. Na gut. Das wäre auffällig. Bleiben ja nicht mehr so viele Sachen übrig jetzt. Oder doch. Damensee, da können wir noch nicht hin. Tiegel, das machen wir ein andermal. Ich kann aber versuchen, den Schmelztiegel. Müssen wir ja mit Dings machen jetzt mit Mikleo. Einen und einen mit Layla. Also mit diesem einen Boss noch, habe ich den schon erledigt vor dem einen Schmelztiegel. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber gehen wir mal. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der nochmal war. Ja, das ist der Dingens hier. Hier. Kala Sutra. Also nicht, dass ich jetzt stärker bin mit Mikleo, aber ich tue ihn viel zu selten steuern. So, gucken wir mal. Eislanze. Lanze meinst du? Jetzt hat's wieder eine andere Geistschinder. Ja. Immer so die ersten am besten. Ja, guck mal, ob ich das schaffe. Ja. Also eher nicht. Ja, na gut. Also auch schon wieder ein bisschen her, seit wir gemacht haben, sind da wieder ein paar Level hier mehr gekommen. So, gehen wir noch ein Rezept. Ich meine, mal zum Naschen. Ja, Verteidigung hoch. So, Mikleo. Zeig uns deinen Löwen. Leo, Mick, Oil Kim. Also viel zieht er leider nicht ab. Schon was eine Sonnenrolle. Schubs hat.
Mein Gott, könnte mal aufhören. Er könnte sehr, sehr blöd werden. Und ich kann schon wieder nicht. Zaubern wir euch ihn weg. Ah. Wie wenig da abzieht, ne? Haben wir irgendeine stärkere Waffe, mehr so Angriff gibt? Nee. Mal so. Ja, komm, heilen bitte. Die heilen sich auch hoch. Ich krieg die Krise. Ach, habe ich gar nicht super. Der hält sich die ganze Zeit hoch hier. Komm, weg. Nein, der will sich wieder hochheilen, ne? Meine Müsgard tue ich mir mal aufsparen. Mann, du. Lass mich heilen. Mann, mit ihm komme ich hier gar nicht klar. Kann ich irgendwie noch meinen Angriff ein bisschen erhöhen? Wird so nix. Ah. Ja, das geht nicht zu lange. Und die halten überhaupt nichts aus. Oh. Ach komm schon, ey. Ich bin einen Schlag von dem Angriff hier weg, ne, aber nicht durch Dingens. Oh, ihr blöden Viecher, ne? Gut, jetzt wenn ein Boss kommt, habe ich glaube ich irgendwie bessere Chancen. Aber ihr tut zaubern, ne? Das geht mir jetzt schon auf den Nerven. Ich treffe den da hinten sehr gut. Heilen, heilen, heilen. Boah. Oh, das gibt's da einfach nicht. So, gibt's da. Irgendwie schaffe ich das schon. So, ihr wettert noch ab. Oh. Oh, echt? Oh, ich dachte damit nichts.
Oh, das könnte noch ein bisschen dauern, ja. Er kämpft aber echt primitiv mit dem Hammer, habe ich das Gefühl. Und einer. Doch. Schon verreck. Meine Musik ist voll unnötig episch, ja. Ah, du Blöder. Sich doch mal treffen jetzt hier. Ich würde halt echt ankotzen, wenn ich... Boah, ist schon wieder verlangsamt. Wenn ich den Kampf hier verliere, nachdem ich hier so lange jetzt schon dran bin. Ah. Euer blöden Viecher, ey. Dauert aber unnormal lange, bis sie zaubern, ne? Oh, danke. Boah, sind das Kackviecher, ne? Ich war in die Kolosseum kämpfen mit den ganzen Magie-Benutzern. In Tales of Darbis. Und noch so welche. Verpisst euch. Boah. Ja, ich weiß, mein AP. Wie, lass mich nicht in Ruhe. Warum habe ich denn jetzt wieder voller AP beinahe? Ist ja immer nur der gleiche? Ich dachte, ich habe den erledigt. Weg hier, Oktopus. Jetzt mache ich Oktopus-Ringe. Epische Musik, du, ihr habt ja nur 700 HP, hallo? Und mal kurz hochheilen. Pissfisch, du. Der einfach seinen Kackstein, ne? Ach, komm her. Wenn's hier nicht weg. Ach, mehr. Oh, geschafft. Ja, da kommt noch mehr. Aha. Vor Leila lassen wir aber erstmal. Ja, dann, Mikurio. Ma, konna monodaro. Yoso dori da, ja. Das stimmt. Watashiga derma de monai. Waga shimobe, nibo de juben da, ja. Kuro ste katakatano, soreko? Kuro stano? Stano, ne? Warukata wa? Hirikina mibo ni muri sase chatte. Gebok no kataki wa watashiga utskara. Yasura ni nemuru. Tak. Aieba koue. こういう言わなくていい。遊ばれてるって分かってるのに付き合うんだよね。ミクリオって。そりゃこんなところまで付き合ってくれるやつだから。そっか。超納得。ミクリオ頑張った。褒めるな。って。あれ。
Ja, und einfach so nur noch 15 Sachen bekommen. Das ist, was wir hier bekommen haben. Wasserschaden, Wasserangriffskraft, ja super. Ja, von wegen dem Wasserschaden. Eine Feldspatweste, ich muss hier ein paar Sachen verkaufen. Eine Fluoridweste ist ja noch beschissener. So. Ist aber nicht weniger geworden. Irgendwie wird da kein Fortschritt verbucht. So, dann gehen wir mal zur Camelot-Brücke, so hieß die, glaube ich, ne? Da sollen wir irgendwie, glaube ich, hin. Andere Anhaltspunkte haben wir gerade nicht. Ja. Na, mit Layla machen wir irgendein andermal, würde ich sagen. Waffe, die Domäne ist da weg, weil sonst habe ich gar keinen Anhaltspunkt. Hi, okay. Okay. Ich glaube, wir können wir noch nicht hin. Müssen wir dann hinten jetzt? Ach ja, nach Dingens, oder? Rose, komm mal her. Ich denke, hoffe ich, weiß ich doch an Ort der Schreierprüfung, oder? Sollten Sie die Warnmalerin unseren alten Unschanstück noch mal ansehen, okay. Das ist meine Idee. Ich glaube, wüsste. Ja, vor dem Wandgemälde ist auch perfekt. Und da ist eine Truhe. Oh. Okay. Der stand auch dabei. Ah, verdammt. Mit so ein Ding hatte ich mal offscreen das Vergnügen. Alter, wie viel hält das Viech aus? So. Erstmal du mal meine Mistart spürst. Ich bin doch ein Er hält ja verdammt viel aus. Naja. Hat Edna schon immer so desinteressiert gezaubert? Fällt mir jetzt also auf. Ja. Oh, Layla hat erstmal ein Level abbekommen. Okay. Fibolleuchte wird doch schon eher viel bessere Sachen. Der Seehafen im Osten. In Eifrids Jagdgewehr und im Felsjackenjoch, beide in der Mitte des Kontinents. Warte mal, wo das jetzt hier auf der Karte? Ach, da sind sie ja auch. Falkenkamm ist eine in der Nähe. Ja, ist eine, aber da komme ich nirgendwo hin. Wo ist hier Dingens? Golodin.
Da wurde nicht angezeigt. Boah. Wenn man da ist. Da ist auch eine. Da sind zwei im Feld, sagen wir auch, das geht doch gar nicht. Komm da echt mit, ich bin klar. Und da gibt es 4 X-Markierungen. Im nördlichen Teil der Seehafenhöhe, im Osten, im Eifelsjagdgebirge und im Fels hatten wir auch. Das Konzept liegt in der Westen und Schluss im Westen. Irgendwie zu blöd, das hier zu checken, habe ich das Gefühl. Also da, wo die Kreuze sind, ne? Hier wird leider nichts angezeigt. Kann ich da jetzt hin? Wo können wir denn am weitesten zurück erstmal? So, warte, wir gehen jetzt einfach zur Camelot-Brücke. Weil anders wissen wir jetzt gerade nicht, wo wir hin sollen. Also ich nicht. Nichts, weil ich so blöd bin. Hm. Warte mal. Irgendwo da waren doch Soldaten, ne? Da konnte ich wieder zum Dings zurück, glaube ich, zum Schlachtfeld. Die ganzen Soldaten noch waren. Kann ich da jetzt hin? Ja, da verweile. Das ist schon mal falsch. Wir finden das schon aus, keine Sorge. Im nächsten Part weiß ich schon, wo wir hin sollen wahrscheinlich. Da, da waren noch vorher Soldaten, oder? Was hat der? Das ist der Felshack. Oh. Boah, geh weg, ehrlich. Danke. Mann. Warte mal, Kamria-Öl, da waren wir da auch schon. Wo wollte ich jetzt hin? Last Dumbbell. Ich will mal kurz da hingehen. Weiß, wir haben schon wieder fast 30 Minuten, aber ich will das jetzt wissen. Hm. Also Karten lesen, aber ich sowieso nicht mehr klar. Der Weg hier hat sich ja wieder geöffnet. Also muss es ja hier eigentlich weitergehen irgendwo. Oh, ich weiß. Diese vergessene Höhle wahrscheinlich, ne? Hm. Gleefettsenke. Ja, ich bin jetzt in dem Dingswald, ne? Oh, ich komme mit den Namen noch nicht so klar. Da bin ich ja jetzt ganz doof oder was? Wolgranwald, mein Gott, ey. Nur wo ist der hier? Das kannst du östlich denken, da muss er doch weitergehen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt eine Katze hin, das wäre jetzt sehr doof. Da stehen immer noch Leute vor, verdammt. Dann weiß ich im Moment nicht, wo wir hin sollen.
Ja, schon herausfinden, wo wir weiterkommen. Ich würde aber erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.